Wir schauen jetzt live auf die Pressekonferenz im Auswärtigen Amt von Außenministerin Annalena Baerbock mit dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde Grossi. Lieber Raphael Grossi, herzlich willkommen in Berlin. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir nach unseren unzähligen Telefonaten, Gesprächen in New York und anderswo heute die Gelegenheit hatten, hier in Berlin auch mit etwas mehr Zeit gemeinsam zu sprechen und dich offiziell auch im Auswärtigen Amt begrüßen durfte. Wir standen in den letzten Monaten beständig im engen Austausch, denn die Rolle deiner Organisation, die Rolle der Internationalen Atomenergieorganisation, aber auch der Vereinten Nationen insgesamt, war in den letzten Monaten wichtiger denn kaum je zuvor. Der russische Angriff auf die Ukraine ist auch ein brutaler Angriff auf die internationale Ordnung und auf die Regeln, die wir uns in der Charta der Vereinten Nationen gegeben haben. Diese Regeln sollten, wenn es nach Putin gegangen wäre, durch das Recht des Stärkeren ersetzt werden. Kleine Länder sollten in Angst vor ihren größeren Nachbarn erstarren. Gewalt sollte nach Wunsch von Putin wieder als gängiges Mittel der Politik eingeführt werden. Und gerade in diesen Minuten hören wir erneut von brutalen russischen Raketenangriffen auf Kiew, auf Kharkiv, auf Lemberg und andere Orte und vor allen Dingen erneut auf zivile Infrastruktur. Lieber Raphael, Russlands Angriff auf die Ukraine ist aber auch ein nie dagewesener Angriff auf die nukleare Sicherheit und die nukleare Sicherung. Nie zuvor waren aktive Kernkraftwerke Ziel von Kriegshandlungen. Das hat es bisher auf der Welt noch nie gegeben. Das unterstreicht erneut, welche Tabubrüche der russische Präsident bereit gewesen ist zu gehen. Ein Beschuss und eine Bombardierung von Kernkraftwerken, Besetzung und Geiselnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kernkraftwerken in der Ukraine, das hat es auf der Welt zuvor noch nie gegeben. Nie hätten wir uns vorstellen können, dass ein Land unverantwortlich genug sein könnte, ein Kernkraftwerk zum Faustpfand im Krieg zu machen. In Kauf zu nehmen, dass dabei Nachbarorte wie Ecuador mit über 50.000 Einwohnern im bevorstehenden Winter vielleicht erfrieren könnten. Lieber Raphael, die Antwort der internationalen Gemeinschaft auf diesen Angriff, auf diese Gefahr, ist die Arbeit der mutigen Mitarbeitenden der IAEO. Dafür danke ich dir und dafür danken wir allen deinen Kolleginnen und Kollegen. Niemand war vorbereitet auf diesen Krieg. Niemand wahrscheinlich in eurem Haus, in eurer Organisation hätte gedacht, dass er in seinem Arbeitsleben noch einmal oder überhaupt einmal in ein Kriegsgebiet reisen müsste, um sicherzustellen, dass ein Atomkraftwerk nicht zum Ziel von Kriegsangriffen wird. Aber ihr habt es getan, ohne zu fragen, ohne für diese ganze Arbeit die Mittel vorab auch finanziell bereitgestellt zu haben. Und das ist mehr als bemerkenswert. Es waren nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IAEO und auch du ganz persönlich, die sich inmitten von Kriegshandlungen zum Kernkraftwerk Saporischschja aufgemacht haben, um dort für ein Mindestmaß an Sicherheit zu sorgen. Gemeinsam haben wir auch mit unserem französischen Partner, mit den Vereinten Nationen, immer wieder in diesen Momenten darüber beratschlagt, gesprochen, wie wir diese Arbeit am besten absichern können, weil es eben so ein einzigartiger Vorfall ist und eben auch mit Blick auf die Mitarbeitenden in der IAEO eine besondere Gefahr gewesen ist. Es sind die Mitarbeitenden der IAEO, die jetzt im Kernkraftwerk ausharren. Sie schützen mit ihrer Präsenz auch die ukrainischen Mitarbeitenden vor Ort, die unter unvorstellbarem Druck durch die russischen Besatzer dort stehen. Es sind die Expertinnen und Experten der IAEO, die in der Ukraine umfassend und wissenschaftlich die absurde und haarsträubende Lüge entkräften, die Ukraine arbeite an einer schmutzigen Bombe. Wir haben heute auch über deinen Vorschlag der Einrichtung einer Schutzzone um das Kernkraftwerk Saporischschja gesprochen.
Ich möchte noch einmal betonen, dass wir dieses Konzept, so schwierig es in der Kriegssituation auch umzusetzen ist, mehr als unterstützen. Es ist untragbar, immer wieder und praktisch ohne Vorwarnung in Situationen zu geraten, in denen wir etwa durch die Zerstörung von Stromleitungen nur eine Haaresbreite von einem Nuklearunfall entfernt sind. Dieser Wahnsinn muss enden. Ebenso klar ist, dass das Atomkraftwerk Saporischschja und die Stadt Ehodor Teil der Ukraine sind. Die einfachste und die sicherste Lösung für alle Menschen in der Ukraine und in Russland wäre, dass die russischen Truppen aus dem Atomkraftwerk, aus der Stadt und aus der ganzen Ukraine abziehen. Lieber Raphael, da dies bedauerlicherweise, mehr als bedauerlicherweise, in diesem Moment nicht der Fall ist, zeigt die IAEO in diesen Momenten die besten Qualitäten der Vereinten Nationen. Nämlich mit höchster Professionalität, mit großem Mut und mit der höchsten internationalen Autorität für die Erhaltung von Frieden und Sicherheit einzustehen. Deshalb freue ich mich, dass wir unser bestehendes Engagement verstärken und der Deutsche Bundestag in der vergangenen Woche beschlossen hat, die Haushaltsmittel für die Sicherheit und Sicherung von Nuklearanlagen, vor allen Dingen auch in der Ukraine, noch einmal sehr deutlich zu erhöhen. Damit werden wir auch unsere Unterstützung für die IAEO weiter verstärken. Lieber Raphael, schließlich haben wir heute auch über Iran gesprochen. Auch hier gilt den Expertinnen und Experten der IAEO unser Dank, die seit Jahren bereits unter schwierigen Bedingungen mit großem persönlichen Einsatz an der Überprüfung und Überwachung des iranischen Nuklearprogramms arbeiten. Wir sehen, dass Iran seit Jahren systematisch gegen fast alle JCPOA-Auflagen verstößt und auch weiteren Pflichten gegenüber der IAEO nicht mehr vollständig nachkommt. Und gerade weil wir derzeit die ganze Brutalität des Regimes in Teheran sehen, die ganze menschenverachtende Gewalt gegen das eigene Volk, die eigenen Frauen, Männer und Kinder, gerade deshalb dürfen wir niemals zulassen, dass Iran Kernwaffen entwickelt oder erwirbt. Deshalb muss Irans laufendes Nuklearprogramm wieder zuverlässig beschränkt und vollständig überwacht werden, mit rechtlichen, aber auch mit anderweitigen Vereinbarungen. Zur Realität gehört aber auch, dass derzeit keine Gespräche stattfinden. Morgen wird der Gouverneursrat der IAEO über eine Resolution abstimmen, die Iran erneut zur vollständigen Zusammenarbeit mit der IAEO entsprechend seiner rechtlichen Verpflichtung auffordert. Iran muss diesen Verpflichtungen gegenüber der IAEO endlich nachkommen. Das heißt, Inspektoren wieder in vollem Umfang in ihre nuklearen Anlagen lassen. Lieber Raphael, du hast dir diese Arbeit in diesen Zeiten nicht ausgesucht. Niemand auf der Welt, so gut wie niemand, hat sich diese Situation ausgesucht. Aber die IAEO wird in diesen Tagen mehr gebraucht denn je. Dafür möchte ich dir nochmal herzlich danken und insbesondere danken, dass du heute trotz deines engen Terminkalenders hier nach Berlin gekommen bist. Vielen Dank. Soweit das Statement in der Pressekonferenz im Auswärtigen Amt nach dem Treffen von Außenministerin Baerbock mit dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation Grossi. Zentrales Thema war die Sicherheitslage ukrainischer Atomkraftwerke. Baerbock nahm Bezug auch auf die russischen Angriffe von heute. Es seien auch Attacken auf die internationale Ordnung, sagte sie. Sie kritisierte zudem, dass erneut die zivile Infrastruktur beschossen worden sei. Baerbock verurteilt außerdem die bereits zuvor durchgeführten Angriffe Russlands auf die nuklearen Einrichtungen der Ukraine als Tabubruch.